Ja, ob in Großbritannien, Frankreich oder hier in Deutschland, diese Frage beschäftigt derzeit fast alle in Europa. Wie kommen wir in dieser Pandemie durch die Weihnachtsfeiertage? Während es für viele von uns um sozialen Verzicht geht, schauen Intensivmediziner mit großer Sorge auf ihre Stationen. Die Kapazitätsgrenzen sind nämlich nahezu erreicht und das Personal kämpft mit dem Belastungsdruck. Stefan Wittmann berichtet. Der tägliche Kampf ums Überleben. Die Covid-19-Intensivstation der Uniklinik Dresden nahezu voll ausgelastet. 90% der Patienten müssen künstlich beatmet werden, sonst sterben sie. In dieser Situation ist es deutlich anstrengender, physisch wie auch psychisch. Wir haben nie so viele Patienten gehabt auf Stationen, die gestorben sind. Und noch nie im Pandemieverlauf waren so viele Menschen auf der Intensivstation. 5.167 Covid-19-Patienten. 2.690 müssen beatmet werden, liegen deshalb auf speziellen High-Care-Betten. Von denen sind aktuell noch 3.540 frei. Regional stoßen Kliniken schon jetzt an die Kapazitätsgrenze. Dem Ernst-Bergmann-Klinikum in Potsdam geht das Personal aus. Es fehlt in erster Linie die Fachkraft. Aber auch jeder freiwillige Helfer ist gesucht. Wir helfen, wir brauchen Mitarbeiter, die in Logistik helfen, die unterstützende Dienste machen. Und es könnte noch schlimmer werden, zumal über die Weihnachtsfeiertage die privaten Kontakte wieder zunehmen dürften. Die Befürchtung vieler Intensivmediziner. Dass es wirklich eng werden wird in den deutschen Krankenhäusern. Und das bedeutet nicht nur in Sachsen, sondern auch in ganz Deutschland. In Sachsen werden Patienten teilweise schon in andere Bundesländer verlegt. Mitten in die angespannte Situation platzt die Nachricht der Virusmutation. 50-70% ansteckender soll es sein. Im Worst Case könnte man spekulieren, dass es hier in einigen Wochen oder Monaten noch dichter wird, noch bedrohlicher mit der Zahl der Infizierten und auch mit den Todesfällen. Dagegen stemmen sich Pflegende wie Marco Reinhardt. Das Infektionsrisiko für sie selbst nimmt aber mit jedem weiteren Corona-Patienten zu. Deshalb fordern Intensivmediziner, dass das Krankenhauspersonal so schnell wie möglich geimpft werden soll.